Niklas Geißler, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erstrundensieg. Dankeschön. Wie war das Spiel für dich? Ja, ich denke, wir haben gute Ballpassagen gehabt teilweise, hätten zielstrebiger nach vorne spielen können. Bälle haben wir fast immer sofort zurückerobert, das war positiv. Und dann, wenn wir zielstrebiger nach vorne sind, dann fällt das Ergebnis auch höher aus, aber wichtig ist erstmal das Weiterkommen. Aber der Trainer hat euch auch extrem durchgewürfelt heute, also die Abläufe waren natürlich andere als im Ligabetrieb. Ja, ich denke, das ist normal im Pokal. Das ist auch wichtig für Spieler, die noch nicht so oft gespielt haben, aber dafür war es in Ordnung, fand ich. Wir erinnern uns zurück, 2017, gleicher Platz. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging. Ihr habt auf jeden Fall auch gegen Blankfeld im Mahle gewonnen. Du bist als 16-Jähriger auf das Feld gekommen. Hast du dich heute mal zurückerinnert daran? Ja, klar, auf jeden Fall. Schon als wir hier angekommen sind, konnte ich mich direkt zurückversetzen. Damals war ich noch 10-mal aufgeregter, muss ich sagen. Aber es war schön, wieder hier zu sein. Ne? Wie geht es jetzt weiter? BHK steht vor der Haustür oder ihr fahrt ja zum BHK. Eine ganz andere Nummer. Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir auf jeden Fall Vollgas geben. Und in den nächsten Wochen in der Liga wird sich zeigen, wo wir stehen, sage ich. Aber wir setzen alles daran, natürlich zu siegen. Kommt ihr immer besser in Fahrt? Also der Saisonstart war wieder leicht holprig, sage ich mal. Aber BHK ist jetzt der Prüfstein eigentlich, damit ihr wisst, wo ihr steht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Prüfstein. Wir hoffen natürlich, dass wir besser in Fahrt kommen. Wir haben jetzt, wir müssen das Positive sehen. Wir haben in den letzten 4 Spielen kein Gegentor gekriegt. 3 gewonnen, 1 unentschieden gespielt. Und wenn wir unsere Abläufe reinkriegen, unsere Leichtigkeit reinkriegen, dann können wir jedes Spiel gewinnen, sage ich.